Seien Sie sehr herzlich willkommen zu dieser Andacht hier aus der Moritzkirche in Naumburg. Mein Name ist Pfarrerin Christina Lang. Die Glocken haben geläutet und Sie rufen zum Gebet. Es ist Sonntag vor Ostern, Beginn der Karwoche, Palmsonntag. Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein und die Leute begrüßen ihn stürmisch. Sie schwenken Palmzweige, sie rufen Hosianna vor Freude, sie legen ihm ihre Kleider zu Füßen, sie rollen ihm quasi den roten Teppich aus. Eselfüße auf Leinen, Sand in den Kleidern, Sonntag vor Ostern. Ich habe auch Sand, Sand in meiner Seele, denn ich wünsche mir dich an meine Seite, dich, meine Freundin aus der Nachbarstadt, dich, meinen Vater, jetzt in Quarantäne, dich, meinen Gott. Aber wir sind ja zusammen, an unterschiedlichen Orten, aber zur gleichen Zeit, verbunden im Glauben. Und aus diesem Glauben heraus lasst uns diese Andacht feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel die Geschichte, die zu diesem Sonntag gehört. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, wie Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Hosianna, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zionsstadt, sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem Esel. Damals verstanden das die Jünger alles noch nicht, aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten das als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge in Jerusalem entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Wisst ihr noch vom vorigen Jahr, wie es zu Palmarum war? Palmsonntag in den letzten Jahren? Wir haben hier in Naumburg zum Gottesdienst in der Marienkirche Zweige mitgebracht. Kirschzweige, Forsythia, manch einer hat auch seine heimische Palme zu Hause geplündert. Und wer ohne kam, der konnte sich aus einem bereitgestellten Eimer ein paar Zweige nehmen. Es war kalt, wir standen draußen vor der Kirchentür. Und wir haben die Geschichte gehört, so wie eben, die Geschichte vom Palmsonntag, vom Einzug Jesu in Jerusalem. Und dann sind wir mit den Zweigen und unter Orgelmusik und mit Gesang in die Kirche eingezogen und haben unsere Zweige vor dem Altar abgelegt. Heute probieren wir das einmal anders. Heute feiern wir
beim Sonntag einmal ganz intim, privat, im kleinen Kreis. Sie für sich zu Hause allein oder mit ihrer Familie, mit denen, die mit ihnen zusammen sind, die bei ihnen wohnen. Jesus zieht mal nicht in die große Stadt Jerusalem ein, mit großem Hallo, sondern in ihre vier Wände. Er kommt zu ihnen nach Hause. Dazu können sie auch in diesem Jahr etwas vorbereiten. Das gehört ja dazu, wenn ein Gast kommt. Wenn sie einen Garten haben oder heute noch spazieren gehen, dann bringen sie sich doch ein paar Zweige mit und stellen sie zu Hause ins Wasser. Auf den Küchentisch, ins Wohnzimmer, wo immer sie gerne sind. Die Zweige auf ihrem Tisch bilden quasi die Brücke zwischen dem, was damals war, der Geschichte vom Einzug Jesu, und ihnen heute in ihrer Wohnung. Für manche von ihnen, die jetzt allein zu Hause sind, wird die Zeit lang. Es ist schwer, mit so wenig Kontakt zurechtzukommen, auf Menschen zu verzichten. Und es ist auch oft langweilig. Und vielleicht rufen auch die Kinder nicht so oft an, wie sie sich das wünschen. Für andere ist die Zeit schwierig, weil sie so eng beieinander sind. Das ist kaum auszuhalten. Selten ist die Familie ja über so einen langen Zeitraum zusammen. Das führt schon zu Weihnachten regelmäßig zur Überforderung, aber Weihnachten dauert 3 Tage, dann ist das auch geschafft. Dann fährt die Verwandtschaft wieder weg und die Kinder können endlich ihre Freunde besuchen und alles wird gut. Aber jetzt über Tage und Wochen? Wie soll man das aushalten? Mit Homeoffice und dem Druck durch den Online-Unterricht der Kinder, Eltern, die plötzlich zu Lehrern mutieren sollen und vielleicht gerade an der Arbeit auch noch besonders viel Stress haben. Alle kommen da an ihre Grenzen. Kinder sind nicht immer so geduldig und so einsichtig, wie Eltern sich das wünschen, und die Eltern nicht so cool und nicht so locker, wie Kinder sich das vorstellen. Keiner erfüllt die Erwartungen des anderen, und wenn, dann doch nur teilweise oder mangelhaft. Und das bringt uns wieder zu der Geschichte vom Palmsonntag. Die Menschen standen damals in Jerusalem Spalier, als Jesus einzog. Und ich stelle mir vor, welche Erwartungen sie hatten an ihn, jeder von ihnen, der da stand. Dass da einer kommt und sie und die Welt erlöst. Dass einer mal das Zepter in die Hand nimmt und für Ordnung im Staat sorgt. Dass er sie heil macht, ihre Lähmung, ihre Blindheit, ihren Krebs heilt oder die Ehe. Dass er das tut, was sie selber nicht können. Schon zur Geburt haben sie ihn ja mit ihren ganzen Projektionen überschüttet. Sie erhofften sich den Heiland, der die Welt rettet und der alles gut macht. Und später hat auch noch der Satan ein paar Angebote für ihn bereit. Als Zauberer, der die ganze Welt ernähren kann oder die Naturgesetze außer Kraft setzt. Und die Zeloten, die erwarteten den starken Mann, den Putin, den Trump, der die Römer aus dem Land wirft und sagt, Israel first. Macht Jesus aber nicht. Nichts davon macht er. Er wird sie alle enttäuschen, auch die, die ihn da jetzt gerade jubelnd in Jerusalem begrüßen. Er wird ihren Erwartungen nicht entsprechen, ihre Hoffnungen nicht erfüllen. Kein König, kein Feldherr, kein Zauberer, kein Wünscheerfüller wird er sein. Diese ganzen überbordenden Erwartungen, die wir aneinander haben, die zerbrechen am Kreuz. Und dort zeigt Jesus sein wahres Gesicht. Er schaut uns aus ohnmächtigen und wehrlosen Augen an. Ohne Netz und ohne doppelten Boden hängt er da. Blank und bloß und gehalten nur durch den, der ihm seine Hingabe ans Leben am Ende belohnen wird. Am Ende ruft Gott das Leben über ihm und uns aus. Bis dahin aber werden sich die Jubler und die Hallo- und Hosianna-Rufer längst von ihm abgewendet haben. Nur 4 Tage, dann schreien sie, kreuzigt ihn. Er ist eine einzige Enttäuschung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist gut so.
Wir sehen nämlich in ihm den Menschensohn, so wie er ist, nackt und ohne Sicherheiten und aufgehoben und geborgen aber in dem, der alles gemacht hat und in dessen Hände wir alle sind, auch jetzt, auch mit Corona. Also, darum könnten wir doch hier, Sie, ich, alleine zu Hause oder verbunden mit denen Sie zusammen wohnen, wir könnten doch etwas milder und etwas gnädiger miteinander umgehen. Ich weiß ja, dass ich die Kinder, dass ich meine Eltern, meine Kollegen, meinen Partner mit meinen Erwartungen manchmal überfordere. Wir könnten den Palmsonntag heute dazu nutzen, uns das zu fragen. Was erwarte ich von anderen und wo belaste ich sie damit? Sie könnten gleich darüber reden, am Küchentisch oder am Telefon, wenn Sie sich trauen. Die knospenden oder gar blühenden Zweige in Ihrer Vase, die lassen einen guten Ausgang erahnen. Auch in der biblischen Geschichte wird das Ende schließlich zum Anfang. Gott sei mit Ihnen in dieser Karwoche. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, unser Gott, wir sind verbunden, als Menschen mit Menschen, als Glaubende miteinander, als Glaubende und Menschen mit dir. An diesem Morgen bitten wir dich, zieh heute ein bei uns, komm herein, tritt ein in unsere Wohnung, in unsere Einsamkeit, in unsere Enge. Wir bringen dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen heute. Wir denken an alle, die wir lieben. Wie werden sie diese Woche bis Ostern verleben? Was tun sie gerade? Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Wir denken an alle Kranken, die zu Hause und die in den Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können. Wir denken an alle, die helfen und sich und ihre Kraft und Gaben füreinander einsetzen. Gott, wir sind deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. Atmen die Luft deiner Schöpfung. Beten zu dir in allem, was ist. Mit Christus beten wir zu dir, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fürchte dich nicht, dein König kommt zu dir. Geht in diese Karwoche mit dem Segen Gottes.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.